Weihnachtszeit 1999 in Aachen. Am Hauptbahnhof die Landeszentralbank. Ein Raubüberfall als tödliches Drama. Handgranaten, drei Geiseln, ein Täter. Die Situation ist scheiße. Sie müssen eine Entscheidung treffen, von der Sie wissen, egal was du machst, es ist immer falsch. 700 Polizisten im Ausnahmezustand. Erstmals Polizeiaufnahmen einer brutalen Geiselnahme live. Und Spezialkräfte, die auspacken. Würden wir ihn erschießen, würde die Handgranate sicherlich losgehen. Und wir hätten ganz sicher zwei Tote. Einen Täter und einen Geisel. Todesangst, Lebensgefahr und 50 Stunden Nervenkrieg. Wollen Sie mir mein Leben ruinieren auf diese Art und Weise? Herzlichen Glückwunsch, frohe Weihnachten. Für mich stand fest, hier wirst du den Platz nicht mehr verlassen. Zumindest nicht mehr lebend. Ausgangspunkt des Verbrechens, Würselen bei Aachen. In der Zentrale eines Sicherheitsunternehmens. Hier findet ein Raubüberfall statt, der zunächst unbemerkt bleibt. Der Täter ist vermummt und bewaffnet. Die Überwachungskamera liefert Aufnahmen aus dem Tresorraum. Der Täter war extrem freundlich, extrem höflich. Er hat alle gesiezt, er hat mit allen eine Vorstellungsrunde gemacht. Und die ursprünglichen Geiseln waren der Meinung, dass hier der Chef quasi eine Art Stressbewältigung am Arbeitsplatz macht, um zu sehen, wie reagieren sie in einer solchen Stresssituation. Und es hat weit mehr als eine halbe Stunde gedauert, bis sie realisiert haben, das ist hier kein Spiel, auch kein Rollenspiel, sondern das ist brutale Realität. Der 41-jährige Geschäftsführer Rudolf Becker muss den Unbekannten zum Geldtresor führen. Mit seiner Sekretärin und einem Fahrer. Der Täter bedroht die Mitarbeiter mit Pistolen und Handgranaten. Hektisch wurde es eigentlich, wie wir unten in den Tresorraum kamen. Und ich musste dann die Tresore öffnen. Und es war wirklich nur Kleingeld drin. Aber da kamen auch Angstgefühle hoch. Ne? Und dann sagte er nur, ja, wo ist das Geld? Und so ehrlich wie ich bin, habe ich dann gesagt, ja, LZB. Und, und dann sagte er einfach, dann fahren wir mal dahin. Die Landeszentralbank ist nur 8 Kilometer entfernt. In einem gepanzerten Fahrzeug der Sicherheitsfirma fährt der Täter dorthin. Mit seinen drei Geiseln. Die Fahrt nach Aachen, die war eigentlich ziemlich spektakulär. Mit Bedrohung einer Waffe zu fahren, ist schon sehr unangenehm. Vor allen Dingen, wenn es denn heißt, über rote Ampeln fahren, auf nichts Rücksicht nehmen. Einfach nur fahren. Und kein Mensch wusste, wo geht's jetzt genau hin. Wir wussten es, nur wir konnten es ja keinem sagen. Die Polizei ist inzwischen durch einen Notruf verständigt und verfolgt den flüchtigen Geiselnehmer. Ich habe jedenfalls gedacht, der fährt nach Belgien und Holland. Da kann er uns ziemlich schnell abhängen. Und dann waren wir verblüfft, muss ich sagen, oder ich war insbesondere verblüfft, als mir dann mitgeteilt wurde, jetzt ist er in die Landeszentralbank oder der fährt jetzt, das Tor öffnet sich, der fährt jetzt da rein. Da habe ich gedacht, als wir das mitbekommen haben, dass er da in einen Hochsicherheitsbereich einer Landeszentralbank einfährt. Jetzt ist er völlig durchgeknallt. Aber ich konnte mir da keinen Reim draus machen. Was will er denn da jetzt? Weil aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht war eigentlich relativ klar, das wird jetzt schwierig für ihn, da rauszukommen. Die Landeszentralbank liegt mitten im Zentrum von Aachen. Der Fahrer der Sicherheitsfirma ist hier bekannt und darf passieren. Der Täter erzwingt die Herausgabe der Tageseinnahmen im Kassenbereich. Einen Millionenbetrag. Daraufhin zieht er sich in den Sicherheitsbereich der Tiefgarage zurück. Zum Auto. Er will fliehen mit dem gepanzerten Fahrzeug, dem Geld und seinen drei Geiseln. Diese hat er mit Handgranaten bestückt, die jederzeit explodieren können.
Täter wie dieser Tätertyp haben etwas, was man als Überzeugung der eigenen Grandiosität bezeichnet. Also es ist ein Täter, der sich selbst für den Allergrößten hält, der den perfekten Tatplan hat, der den perfekten Fluchtplan hat. Und jeder Täter kann immer nur so weit planen, bis er mit der Polizei konfrontiert wird. Im Kölner Polizeipräsidium beauftragt Einsatzleiter Winrich Granitzka den sogenannten Ständigen Stab. Die Spezialisten für Geiselnahmen übernehmen die Lage im 80 Kilometer entfernten Aachen. Dass ein Täter sich freiwillig in so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, ausweglose Situation begibt, das grenzt, wie soll ich mal sagen, an Verrücktheit. Aber es war auch von vornherein für alle, für mich auch klar, jetzt ist das Tor zu und jetzt bleibt es zu. Wir waren uns da auch alle relativ schnell einig, nee, wir lassen den auf keinen Fall fahren. Und insofern war mir klar, die Lage läuft mal irgendwann auf so einen Showdown hinaus, der nicht schadensfrei, auch vielleicht nicht schadensfrei ein Menschenleben, beendet werden kann. Der Täter droht, eine Geisel nach der anderen zu erschießen, wenn das Tor geschlossen bleibt. Schüsse und Detonationen sind zu hören. Eine Kampfansage. Dann hat er einen anderen Gang eingelegt, sage ich jetzt mal so. Er wurde auch ziemlich laut, hatte seine Waffe gezogen und hat dann auch angefangen, auf die Kamera zu schießen, auf ein Fenster zu schießen. Wir mussten eine Türe aufspringen, wo er dachte, wir kommen dann damit nach draußen. Das war alles ziemlich hektisch. Telefonisch befiehlt die Kölner Polizeiführung der LZB-Leitung in Aachen, das Tor muss geschlossen bleiben, unter allen Umständen. Es ist ein Schuss gefallen. Ja. In 3 Minuten soll das Tor auf sein, sonst ballert alles nieder. Ein Schuss ist gefallen. Wir werden das sofort weitergeben. Ja, machen Sie schnell jetzt. Was sollen wir machen? Sie machen nichts anderes als das, was wir bis jetzt vereinbart haben. Der Täter bleibt mit den Geiseln in der Kundenhalle. Sagen Sie mal, da ist ein Schuss gefallen. Ich weiß, dass da ein Schuss gefallen ist. Das haben Sie mir gerade gesagt. Eine Minute hat er gesagt. Dann sagen Sie mir, was ich machen soll. Sie sollen das so lange zulassen, bis Sie von mir etwas anderes hören. Wenn wir in dem Moment nicht mit diesem stellvertretenden Rektor telefoniert hätten, hätte der seinem Pförtner gesagt, mach das Tor auf, lass die fahren. Weil der Täter hatte unmittelbar davor geschossen und das war so beeindruckend für den, der hätte das Tor aufgemacht und dann hätten wir wieder eine Lage Gladbeck gehabt. Sommer 1988. Es ist das öffentlichste Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Das letzte ist dann diesen, ja. Eine Geiselnahme als Road Movie. Journalisten, die jede Grenze überschreiten, sowie eine Polizei, die lange tatenlos zuschaut und überfordert ist. Wenn ich keiner tut, schneide sie weg! Der Einsatz endet fatal. Nach 3 Tagen Flucht sind 2 Geiseln tot. Winrich Granitzka ist schon damals in der Verantwortung. Ich hatte solche Erfahrungen in Gladbeck ja gemacht, was passieren kann, wenn man Täter in die freie Wildbahn entlässt sozusagen. Und was sie dann anrichten können. Und hier, muss ich sagen, hatte der Täter ja noch andere Mittel. Er hatte Handgranaten. Und diese Gefahr aufzunehmen, dass weitere Menschen als Geiseln genommen, weitere Menschen eventuell getötet werden, wenn er im Hauptbahnhof Aachen eine Granate gezündet hätte, nicht auszudenken. Die Fehler von Gladbeck sollen vermieden werden. 11 Jahre später spitzt sich die Lage in der LZB Aachen zu. Die 2. männliche Geisel steht mit Handschellen gefesselt an einem Pfeilrohr. Aus nächster Nähe gefilmt von Spezialkräften der Polizei. Eine Handgranate ist mit einer sogenannten Totmannschaltung an ihm fixiert und bedroht sein Leben. Die Rollen waren irgendwo von vornherein verteilt. Ich war das Sprachrohr zwischen der Polizei und ihm. Und die beiden Mitstreiter waren so mehr oder weniger das Druckmittel, wobei es da meinen Kollegen ganz schlimm getroffen hatte. Die Situation, dass jemand angebunden wird an einer Säule, darüber eine Handgranate so angebracht wird, dass wenn er für den Fall, dass er zusammensackt,
sich der Splint der Handgranate löst und damit die Handgranate über dem Kopf umsetzt, also damit die Geisel tot ist. Macht einen zunächst mal wütend, kann man nicht anders sagen. Eine Überwachungskamera liefert der Polizei zusätzliche Live-Bilder der lebensbedrohlichen Situation der Geiseln. Der stand da letztendlich, ich glaube, über 5 Stunden an diesem Abflussrohr, hat zwischendurch nur mal rauchen dürfen, indem der Herr Becker ihm eine Zigarette hingehalten hat, wo er mal dran gezogen hat. Also das war schon eine belastende Situation, weil man da nie sicher sein konnte, dass das gut ausgeht. Im Aachener Polizeipräsidium wartet unterdessen die Ehefrau der Geisel Rudolf Becker auf Informationen. Seit dem Nachmittag bangt Brigitte Becker um ihn, betreut von einem Seelsorger. Dann erhält sie einen Anruf von ihrem Mann. Aus der Tiefgarage der Landeszentralbank. Ich war im Moment schockiert. Eins war mir klar, dass der Täter das sozusagen als Druckmittel benutzen wollte. So, ihr dürft jetzt alle noch mal mit euren Angehörigen telefonieren. Und ich war mir durchaus im Klaren, dass das die letzten Worte meines Mannes gewesen wären, die ich gehört hätte. Das war auch ein schöner Moment, dann die Stimme meiner Frau am Telefon zu hören und ihr zu erklären, dass es mir gut ging. Das war wunderschön, aber auch ziemlich eiskalt berechnet von dem Geiselnehmer. Weil wenn man danach gefragt wird, wie lange sind Sie schon verheiratet, haben Sie Kinder, waren das denn wenigstens schöne Jahre bis dato? Es wird Nacht in Aachen. Noch immer zeichnet sich keine Lösung zur Rettung der Geiseln ab. Schichtwechsel bei der Polizei. Ein Präzisionsschütze erinnert sich, muss aber anonym bleiben. Mein Eindruck war, wenn wir aufwachen, ist das Ding erledigt. Dann ist der Einsatz gelaufen. Es waren schon einige Stunden vergangen. Der Täter war ein Einzeltäter offensichtlich, der sicherlich irgendwann einbrechen würde, sodass wir ins Bett gegangen sind mit den Gedanken, wir fahren nachher nach Hause, wenn wir ausgeschlafen haben. Jedoch ist eine Geisel unverändert mit einer Handgranate ans Fallrohr gefesselt. Insgesamt versuchen mehr als 700 Polizisten, die Geiselnahme zu beenden. Es ist einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik. Hochsicherheitstrakt Landeszentralbank, da geht man nicht mal so eben rein. Das war auch für uns schwierig und zu einem späteren Zeitpunkt hatte der Täter das Fahrzeug umgesetzt oder umsetzen lassen, sodass eine Tür, über die wir kalkuliert hatten, dass wir da reinkommen, dass sie auch noch blockiert war. Also das ist nur sehr schwer auszuhalten. Ein Schachzug, der die Zugriffschancen der Polizei zunichte macht. Es herrschte manchmal wirklich Verzweiflung, weil die Lage so schlecht beherrschbar war. Weil es einfach keine Möglichkeit gab, an den Täter ranzukommen, weil er sich sehr gut präpariert, gewappnet, vorbereitet hat und ein Szenario aufgebaut hat, mit dem man wirklich einfach schwer umgehen kann. Die Situation wird immer gefährlicher. Der Täter hat sogar den Sicherungsstift der Handgranate entfernt. Der Vermummte spricht nicht selbst mit der Polizei, bleibt so unerkannt. Erneut fordert er freien Abzug mit den beiden männlichen Geiseln. Im Gegenzug wäre die Frau dann frei. Die Polizei ist sehr dicht dran und dennoch machtlos. Für die Geiseln ist die Zeit mit dem Täter ein Albtraum. Sie befinden sich die ganze Zeit in einer Situation, wo sie akute Todesangst haben, aber andererseits immer auch noch die Hoffnung haben, wenn ich das mache, was der Täter sagt, dann lässt er mich vielleicht raus, weil beide, sowohl die Geiseln als auch der Täter, gleiche Interessen haben. Beide wollen aus der Situation wieder heraus. Der Täter zieht sich mit seinen Opfern ins gepanzerte Fahrzeug zurück. Zugriff unmöglich. Sein Sprachrohr, die Geisel Rudolf Becker, muss mit Nachdruck fordern, das Tor zur Abfahrt zu öffnen. Er stellt ein Ultimatum. Das war eben sein Druckmittel und das hat er auch immer wieder gesagt. Ich beschieße gleich den Kollegen und ich werde ihn aber so verletzen, dass er nicht sofort stirbt. Das waren immer seine Worte, die habe ich heute noch präsent. Ne?
Die drei Geiseln sind ihm völlig ausgeliefert, auf engstem Raum. Keine Zeit mehr, 5 Minuten sind um. Wir sollen die verdammte Tür aufmachen. Der Täter scheint keine Grenzen der Gewalt zu kennen. Das Schlimmste war auch noch für mich, ich musste seine Waffe nachladen, was ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste. Mit den Patronen, die ich ins Magazin gemacht habe, wurde anschließend der Kollege gezielt mit Ansage beschossen. Besonders emotional war, als der Täter auf eine der Geiseln geschossen hatte. Und wenn ich wusste, wie ist der Mann getroffen worden, weil wir allenfalls durch Raumgeräuscheübertragung was von den Gesprächen mitbekamen, aber auf der anderen Seite nicht genau wussten, wie viel Zeit haben wir. Verblutet er da? Die Einsatzleitung in Köln bleibt dennoch hart. Mit der Erfahrung aus Gladbeck will sie einen freien Abzug unbedingt verhindern. Verhandler Helmut Neuhaus hält ständigen Kontakt zur Geisel Becker. Da spitzt sich die Situation erneut zu. Für ihn geht es nur, entweder kommt er hier raus. Herr Becker? Ja? Was ist passiert? Ja, ich denke mal, Sie haben es gehört. Ich habe einen Schuss gehört. Ja, also ich kann bald nicht mehr. In dem Moment selber ist man geschockt. Ist man natürlich geschockt, weil man natürlich auch genau weiß, letztendlich trägst du mit dazu bei, dass jetzt einer der Geisel wieder was passiert ist. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt nur die Möglichkeit, man lässt ihn komplett fahren mit den Geiseln, nimmt dann in Kauf, dass man vielleicht wieder die Erfahrung aus der Geiselnahme Gladbeck nachvollziehen muss. Oder aber wir nehmen bewusst und gewollt hier also auch in Kauf, dass eine Geisel vielleicht letztendlich auch getötet wird. Er muss was tun. Dem Täter wird der freie Abzug ohne die Geiseln angeboten. Doch er schießt zum dritten Mal. Das war schlimm, ne? Einen Menschen zu sehen, der leidet und der winselt und schreit und wird dann beschossen. Und das sind Dinge, die kann man nicht vergessen. Das hört man heute immer noch, ne? Wenn man daran denkt. Als wenn ein Tier zum Schlachten gebracht wird. Trotz der 3 Schüsse in Oberschenkel, Fuß und Schulter der Geisel, die Einsatzleitung der Polizei bewertet die Verwundungen nicht als lebensgefährlich und setzt noch immer auf Verhandlung. Ihre einzige Option, denn ein Zugriff der Spezialeinsatzkräfte erscheint unverändert aussichtslos. Die Möglichkeiten für uns, da reinzukommen, ohne die Geiseln zu gefährden, sind eher schlechter geworden. Deswegen wurde es eigentlich mit zunehmender Zeitdauer für uns immer aussichtsloser, das irgendwie in der Tiefgarage zu handeln, sodass wir uns was anderes einfallen lassen mussten. Die Einsatzleitung will nicht länger tatenlos zusehen. Zum Schein will sie auf die Forderung des Täters eingehen und einen Fluchtwagen bereitstellen. Dafür muss er 2 Geiseln freilassen. Für die Präzisionsschützen das Signal. Sie bringen sich in Stellung für ihren Einsatz. Der Adrenalinspiegel steigt natürlich, man ist aufgeregt, unter Spannung, man hat die Situation im Blick von außen und immer mit dem Gedanken, wenn der Täter rauskommt, ist es sicherlich so, dass wir das letzte Mittel sind, ihn zu stoppen. Geisel Becker hat eine Doppelrolle, als Opfer und Unterhändler des Täters. Ich war sehr bemüht, immer so einen Kompromiss zu finden zwischen Polizei und Täter. Er selber wollte ja nicht sprechen, ich musste immer alles übersetzen, was er sagte, auch wieder der Polizei mitteilen und auch darauf reagieren, wie er im Moment drauf war. Es gab Momente, da konnte man ganz vernünftig mit ihm reden, auch privat. Er erzählte dann auch etwas über seine Familie, über seine Schwester, die ihn so erinnert an die Kollegin. Und aber auch im gleichen Atemzug danach ist er völlig abgedreht. Trotz Bedrohung und Psychospielen, Rudolf Becker spricht über 250 Mal mit den Verhandlern der Polizei. Insgesamt mehr als 11 Stunden lang. Der Herr Becker war für mich ein sehr angenehmer Gesprächspartner, weil er im gesamten Verlauf der Lage nur
in ganz wenigen Ausnahmesituationen mal seine Fassung verloren hat, will ich sagen. Er war sehr stressstabil, selbst wenn er zwischendurch mal verzweifelt war oder aber auch mal etwas lauter geworden ist. Ich bin bereit, mit ihm in das Fahrzeug einzusteigen und wegzufahren. Was dann passiert, liegt auch nicht mehr in meinen Händen. Dann können auf jeden Fall zwei Leute überleben. Ja, aber nicht mit Handgranaten. Das liegt dann in meinen Händen. Ich habe selten einen Menschen kennengelernt, dem ich so viel Respekt zolle wie Herr Becker. Wenn man den so sieht, wie er damals aussah, da war er von der Begrifflichkeit eines Helden oder eines potenziellen, ich sag mal, maximal entfernt. Aber der Mann hat so eine Fürsorge, die er für seine Angestellten an den Tag legt, um die zu schützen in dieser Situation. So einen Weitblick, so eine Coolness, so eine Ausgewogenheit, so eine Selbstkontrolle. Die Geisel Becker wirkt auf die Polizei fast zu abgeklärt. Trotz Mehrfachbeschusses seines Kollegen. Das wirkt verdächtig als Mittäter. Die Einsatzleitung verweigert Annehmlichkeiten, kühlt die Tiefgarage herunter, will den Täter zermürben. Sie sucht nach allen Wegen, die Geiseln aus ihrer lebensbedrohlichen Lage zu befreien. Der Druck entstand dadurch, dass wir zum einen nicht genau wussten, was ist mit den Geiseln. Das zweite war natürlich der Zeitfaktor, weil zu dieser Ungewissheit natürlich immer kam, es könnte ja auch sein, dass einer doch da so langsam vor sich hin blutet und jedenfalls Schaden nehmen könnte. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir müssen das jetzt beenden. Granitzka hat mich dann kurz bevor er ging angerufen und sagte, Herr Damos, wir gehen jetzt in die zweite Nacht, eine dritte können wir den Geiseln nicht zumuten. Lassen Sie sich was einfallen, wir beide müssen morgen diese Lage lösen. Mir war klar, am nächsten Tag wird es eine Entscheidung geben, mit allen Konsequenzen, die da dranhängen. Die Geiselnahme in der Aachener Landeszentralbank geht nun bereits in die zweite Nacht. Der Täter und seine drei Gefangenen haben mehr als 40 Stunden nicht geschlafen. Und bei der Polizei erneut Schichtwechsel. Ich habe mit meiner Frau die Situation besprochen und habe ihr gesagt, wenn es der Nachtschicht nicht gelungen ist, morgen, wenn ich zum Dienst komme, den Täter zur Aufgabe zu bewegen, dann wird es uns wahrscheinlich maximal gelingen, zwei Geiseln zu retten. Und da müssen wir aber in Kauf nehmen, dass der Herr Becker dabei ums Leben kommt. Polizeipräsidium Aachen, zwei Tage vor Weihnachten. Frau Becker bangt noch immer um ihren Ehemann. Die Nachrichtenlage ist unverändert dünn. Anspannung und Sorge steigen, die Hoffnung sinkt. Es war für mich immer auch die Option, dass der nicht lebend da rauskommt, dass der wie auch immer dabei sterben würde. Und das war natürlich ein Gedanke, der sehr belastend ist. Und dann habe ich nur gebetet. Und habe um Kraft gebetet, habe um Mut gebetet, was auch immer in dieser Situation für ihn erforderlich war. Rudolf Becker und seine beiden Angestellten sitzen weiterhin in der Falle. Zwei Handgranaten hat der schläfrige Geiselnehmer noch. Für ihn eine Art Lebensversicherung. Becker, was ist passiert? Ja. Bei dem Versuch rauszugehen, ist ein Missgeschick passiert, worauf wir jetzt schon lange aufmerksam gemacht haben. Der Mann ist total übermüdet. Ja. Wir haben es eigentlich nur seinem Geschick zu verdanken, dass jetzt kein Mensch ums Leben gekommen ist. Ja. Wir haben das gar nicht alles so im ersten Moment registriert, aber er hat es wohl bewusst registriert. Und um sich selber aus der Gefahr zu bringen, hat er das Ding mit dem Fuß weggekickt in die Halle rein und ist dann dort explodiert. Wenn das im Auto passiert wäre, hätten wir in dieser Nacht 4 Tote gehabt. Und damit war klar, wir konnten nicht auf dem Verhandlungswege weitermachen. Granatsplitter treffen die weibliche Geisel in Kopf und Rücken. Doch sie wird nicht lebensgefährlich verletzt. Das sind so Dinge, die
ja, die einem auch deutlich sagen, das muss jetzt gelöst werden, ohne dabei in eine zeitliche Hektik zu verfallen, weil wir effektiv keine Möglichkeiten hatten, da sofort zuzugreifen. Rastlosigkeit und zahlreiche Planspiele zur Geiselbefreiung beherrschen die Kölner Einsatzleitung. Noch immer hat die Polizei den Geiselnehmer nicht identifizieren können. Sie wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Unkonventionelle Lösungen sind nun gefragt, um den Druck auf den Täter zu erhöhen. Ganz schlimm wurde es denn mal, als dieser große Kampfwagen oder so eine Art Einsatzwagen da in der Schleuse stand. Da ging das Tor ganz auf, da ist er bald ausgeflippt. Da war der nicht mehr zu halten. Die wollen mich hier erschießen, die wollen mich erschießen. Und dabei war das ziemlich erschreckend, was wir da alle gesehen haben. Dieser große, gepanzerte Wagen, jede Menge Polizei mit Waffen im Anschlag von der MP angefangen. Zu dem Zeitpunkt konnte man mal erahnen, was da draußen los war. Per Lautsprecheranlage versucht die Polizei, den Täter zur Aufgabe zu bewegen. Achtung, Achtung, eine Durchsage an den Mann im Fahrzeug. Lassen Sie die drei Personen frei, dass Sie Richtung Schiebetür gehen können. Ich wiederhole, eine friedliche Lösung ist noch möglich. Es ist noch nicht zu spät. Rufen Sie mich an. Erst jetzt kommt es zum ersten direkten Telefonkontakt zwischen der Polizei und dem Täter. Nach 44 Stunden Geiselnahme. Er gibt sich unbeeindruckt. Der Täter hat ja dann also auch mal so gesagt, was willst du? Willst du mir hier Angst machen? Du kannst mir keine Angst machen. Du machst nur den Geiseln hier Angst. Also da war schon ganz klar, dass er sehr abgebrüht war, dass er offensichtlich also auch ein Berufsverbrecher war. Hallo? Ja? Ich bin nicht ängstlich. Das wissen wir. Wenn Sie etwas mit dem Traktor hier anfangen wollen, ja, bitte anfangen Sie. Ja? Ja. Machen Sie hier keine Angst diesen Leuten hier. Wie kann ich Sie anreden? Überhaupt nicht. Gar nicht? Ja. Das war sehr überzeugend, dass wir ihn mit solchen Dingen nicht beeindrucken können und nicht von seinem Vorhaben abbringen können. Und damit die Taktik, ihn zur Aufgabe zu bringen, sich veränderte in eine Zugriffstaktik. Tag 3 naht und die Entscheidung. Vor der Landeszentralbank soll die Geiselnahme final beendet werden. Eine andere Lösung scheint nicht mehr möglich. Wenn die Entscheidung für einen finalen Rettungsschuss gegeben wird, ist es wirklich die absolut letzte Entscheidung, die getroffen wird, die Ultima Ratio, weil ansonsten das Risiko viel zu groß ist, dass möglicherweise noch mehr und weitere Menschen gefährdet werden. Die Verantwortung, die man dort treffen muss, ist enorm. Die Kölner Einsatzleitung um Winrich Garnitzka erweckt den sogenannten finalen Rettungsschuss. Der Geiselnehmer darf getötet werden. Das ist eine Frage natürlich der Ethik, der Moral, auch des Glaubens, jedenfalls bei mir. Der Täter hat ja auch ein Menschenleben, hat seine Würde. Den jetzt einfach, willentlich und ohne Not zu opfern, um den Erfolg zu haben, das halte ich für ganz schlimm. Beim Rasieren morgens guckt einen einer an und sagt, du hast nicht sauber gehandelt. Mit seinen engsten Beratern zieht sich Einsatzleiter Granitzka zurück und bindet sie ein in diese Entscheidung mit endgültigen Folgen für Täter und Geisel. Der Einsatzleiter hat die Frage gestellt, können wir es verantworten, diese Lage jetzt zu beenden, um den Preis, dass wir einen Menschen, einen Täter gezielt umbringen. Es gab niemanden, der irgendeine andere Lösung gesehen hätte oder der Bedenken geäußert hätte. Auch unter Inkaufnahme, auch das muss man noch mal betonen, hoher Risiken für die Geisel. Nachdem wir uns entschieden haben, wir werden die Geisel nicht in die Stadt gehen lassen, wir werden dann die Lage beenden, die Präzisionsschützen lagen ja entsprechend mit ihren Feuerbereichen da, haben wir uns an den Händen genommen. Das habe ich bislang vorher und auch nachher so noch nicht wieder erlebt.
und haben gesagt, wir stehen das zusammen so ein und das ist das eins, das, was wir machen können und das auch, aber auch das, was wir machen müssen. Nach mehr als 48 zermürbenden Stunden bekommt der Täter ein Fluchtfahrzeug gestellt. Allerdings darf er die Tiefgarage mit der Geisel Becker und einer Handgranate nur verlassen, wenn er die beiden übrigen Opfer zurücklässt. Noch immer liegt der dreifach angeschossene Mann schwer verletzt im gepanzerten Fahrzeug. Wir wollten eigentlich nicht, dass er mit Handgranaten die Bank verlässt, aber das ist uns nicht gelungen. Da haben wir dann auch abgewogen und gesagt, wenn wir da jetzt weiter drauf bestehen, dann kommen wir hier keinen Schritt weiter. Ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos fährt den präparierten Wagen vor. Dieser kann von der Polizei jederzeit durch Zündunterbrechung gestoppt werden. Es herrscht Ausnahmezustand. Auch für die Präzisionsschützen. Da war uns bewusst, jetzt steigt die Spannung, jetzt geht's los und jetzt wird's ernst. Was natürlich auch dafür sorgte, dass wir trotz der Nacht, trotz der langen, vielen Stunden da sehr angespannt und emotional bis in die Haarspitzen auf Drehzahl waren. Der Beamte wird von seinen SEK-Kollegen gesichert, muss Hauben und Türen öffnen. Beobachtet von den Geiseln und dem telefonierenden Täter im gepanzerten Fahrzeug. Der fürchtet, erschossen zu werden. Die Leute zielen auf uns. Ja, es ist aber doch klar, das kennen Sie doch. Sie wollen ja gut, aber Sie sollen nicht zielen. Wir zielen auf niemanden. Ja, das ist ja auch vernünftig. Aber es geschieht ja nur zur Sicherheit. Ich habe nur eine Handgranate in der Hand. Wir hatten immer noch die Hoffnung, dass wir dann draußen in der neuen Situation dann wieder in Richtung Aufgabe verhandeln könnten. Allerdings hatte der Polizeiführer aber auch ganz klar die Prämisse gegeben, der Täter, selbst wenn er draußen aus der Tiefgarage raus ist, der kommt auf keinen Fall in die Innenstadt von Aachen, der kommt auf keinen Fall auf den Weihnachtsmarkt mit der Handgranate. Die Taktik der Polizeiführung lautet: Unmittelbar nach Ausfahrt soll das Fluchtfahrzeug gestoppt werden. Der sogenannte finale Rettungsschuss ist freigegeben. Bei allem Risiko für die Geisel Becker, als Lehre aus Gladbeck. Der Moment, wo sich für mich das Blatt wendete, war natürlich der Zeitpunkt, als wir zwei Geiseln sicher hatten. Insbesondere die arg verletzte männliche Geisel 2. Da haben wir einmal durchgeatmet und haben gesagt, so, jetzt hat er nur noch eine Geisel. Und mit der muss er sehr vorsichtig umgehen, weil danach hat er gar keine mehr. Die Polizei stoppt mit einer Art Fernbedienung den Motor des Fluchtwagens. Täter und Geisel sitzen in der Falle. Ich habe ihm die Granate in den Hand reingeschoben und ich halte sie fest. Ja, ist in Ordnung. Lassen Sie uns frei fahren. Halten Sie die Granate gut fest, dass nichts passiert. Wir klären das jetzt. Die Granate steht in seinem Hemd und ich halte sie nur fest. Ja, aber wenn ich getroffen werde, ist er tot. Zusätzlich blockieren Polizeifahrzeuge den Fluchtwagen. Weiterfahrt ausgeschlossen. Präzisionsschützen liegen auf den Bahngleisen und in einem bereitgestellten Regionalzug. Sie haben auch in einem benachbarten Hochhaus Stellung bezogen und auf dem Dach der LZB. Aus der Situation gibt es kein Entrinnen. Da haben wir alle gedacht, irgendwann, das muss auch was psychisch mit dem machen. Der ist übermüdet, der hat 56 Stunden mindestens nicht geschlafen. Ne? Und jetzt erkennt er nach so einem kurzen emotionalen Highlight, nee, ich komme hier doch nicht weg. Also der war eigentlich, wo man gesagt hat, ja, die Möglichkeit des Aufgebens ist zum Greifen nah. Doch der Täter reagiert anders als erwartet. Geisel Rudolf Becker schildert seine verzweifelte Lage Verhandler Neuhaus im Telefongespräch. Mit der entsicherten Handgranate am Körper. Was ist denn jetzt los, Herr Becker? Sagen Sie mir, ich bin ja nicht da vor Ort. Sagen Sie mir bitte, was los ist. Ich habe weiterhin die Handgranate auf dem Bauch und wir gehen jetzt schrittweise zurück. Die Handgranate ist in seinem Hemd. Sie gehen jetzt also zurück. Ist das richtig? Nicht so schnell. Die Situation war die, dass für uns als Schützen ganz klar deutlich war, würden wir ihn erschießen, würde die Handgranate sicherlich losgehen und wir hätten nicht nur einen Toten, wir hätten ganz sicher zwei Tote, nämlich einen Täter und einen Geisel.
Die Schwierigkeit war einfach die Vorstellung, dass eine Handgranate explodiert und die Geisel, ich sag's mal mit meinen Worten, wie ein aufgeplatztes Sofakissen auf dem Parkplatz der Landeszentralbank liegt. Ich sah nur rundherum Polizei, überall in den Hecken, oben auf den Bahngleisen, im Zug, Scharfschützen auf den Dächern. Da gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf. Aber eins stand fest für mich: Hier wirst du den Platz nicht mehr verlassen. Zumindest nicht mehr lebend. Also ich kann nur noch mal meine Bitte wiederholen. Bitte lautet, das wissen Sie. Das können Sie entscheiden, wie es weitergeht. Interessiert mich nicht mehr. Es gibt dann eine Situation in diesem Gespräch, wo er tatsächlich mir gegenüber sagt, es ist mir jetzt alles egal. Sie können jetzt machen, Herr Neuhaus, was Sie wollen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann hat er ja auch tatsächlich das Gespräch beendet. Und ab diesem Zeitpunkt hat der Täter das Telefon dann übernommen und hat mit mir weitergesprochen. Also die Situation war für mich sehr belastend. Warum muss denn der Herr Becker jetzt leiden? Warum muss er... Ja, eben, das frage ich Sie. Warum muss er jetzt leiden? Also ich denke, wenn Sie jetzt... aufgeben, ist das die Garantie für Sie? Nein, ich gebe nicht auf. Ich habe nicht so lange ausgehalten, um jetzt aufzugeben. Ich habe nur eine Handgranate. Und nur die ist die Versicherung für mein Leben. Ich halte mein Leben in meinem Hand jetzt. Ohne diese Granate schießen Sie mich sofort. Dann haben wir etwas gemacht, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Wir haben noch einen Warnschuss verabredet. Einfach, um wirklich alle Mittel zu nutzen, den irgendwie anstehen zu kriegen. Wenn Sie mich erschießen, dann ist er auch tot. Aber es wäre wichtig, dass Sie erstmal in die Schleuse zurückgehen und dass Sie dann Ihre Hände entkrampfen. Hallo? Lassen Sie mich wegfahren. Das war jetzt ein Warnschuss. Sie haben sich wahrscheinlich weiter... Das war ein Warnschuss. Wenn Sie mich verschießen, ist er auch tot. Außer, dass der Täter gezuckt hat, war nichts zu spüren. Also der war ganz klar so gestrickt, war deutlich zu sehen auch durchs... Zielfernrohr, dass die Situation dadurch nicht beendet wurde. Unbeeindruckt lässt der Täter die Geldtaschen aus dem Fluchtwagen tragen. Mit seiner Geisel steuert er geradewegs auf die Polizeiabsperrung zu. Ich musste die Taschen rechts und links tragen. Ja, irgendwann waren auch meine Kräfte am Ende. Ich sagte nur zu ihm, ich kann nicht mehr. Ne? Die Taschen sind zu schwer, ich kann nicht mehr stehen. Ne? Der Täter droht, mit Handgranate und Geisel Richtung Weihnachtsmarkt zu flüchten. Nur die Präzisionsschützen können dies noch verhindern. Doch die Einsatzleitung zögert mit der Schussfreigabe. Der Winkel wird für die Schützen unmöglich. Bis auf einen. Er trägt nun die ganze Last. Als der Täter sich dann abgesetzt hat mit der Geisel auf die Mauer, hatte ich die Situation vor Augen, dass ich ein freies Schussfeld hatte. Auch in der Kürze der Distanz, es waren vielleicht 20 Meter. Und es mir wie eine Ewigkeit vorkam, mit den Gedanken, was passiert mit der Geisel? Die wird dabei draufgehen, aber ich mach's jetzt. Wenn die hier rausspringen, lass ich die Handgranate los. Wenn wer rausspringt? Okay. Ja. Hey. Hallo? 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 Die Verbindung ist abgebrochen. Hallo? In dieser Situation rausfiel der Schuss. Der hat den Täter auch sofort getötet. Am Monitor sah das so aus, als wenn sie mal bei einer Marionette die Fäden abschneiden. Der Täter sackte in sich zusammen und da habe ich angefangen zu zählen. 21, 22, 23. Die Kräfte vorne haben natürlich auch sofort gerufen, pack auf die Handgranate drauf, sodass Herr Becker die Hand des Täters mit der darin eingeschlossenen Handgranate festhielt. Ich glaube, alle haben nachgezählt. 21, 22, 23 und die Handgranate ging nicht hoch. 24, 25 und nach 2,5 Sekunden geht so eine Handgranate hoch. Das heißt also, die ging nicht hoch. Was war das jetzt? Kommt die noch, kommt die nicht? Zwei Entschärfer der GSG 9 stürmen zur Geisel und versuchen, die Handgranate zu sichern. Unter höchstem Risiko einer drohenden Detonation. Mit dem toten Attentäter im Rücken von Rudolf Becker. Der war zu dem Zeitpunkt, als ich mich abgekniet habe vor ihm, starr. Da war kein Schweiß, da war nichts. Der war einfach nur geschockt.
Und ich habe dann die Maske hochgemacht, habe mich ihm zu erkennen gegeben, habe ihm mit der flachen Hand leicht einen auf die Backe gegeben und habe mit ihm gesprochen und da hat er sich quasi gelöst. Er hat mich da sehr beruhigt in dieser Situation und mir das Gefühl gegeben, dass es sich hier um Profis handelt, die ihr Handwerk schon verstehen. Und ich war auch ziemlich erleichtert, dass man sich zumindest mal in den Augen gucken konnte. Das war für mich sehr wichtig, dieser Augenkontakt. Ich habe versucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass ich gesagt habe, ich bin verheiratet, Kinder und es ist kurz vor Weihnachten. Wir wollen beide gemeinsam Weihnachten erleben und dass er einfach schlichtweg meinen Anweisungen Folge leisten soll. Auch für den zweiten Entschärfer ist diese Extremsituation dramatisch. Die Handgranate droht jederzeit zu explodieren und die Geisel gemeinsam mit ihren Rettern in den Tod zu reißen. Die Umsetzung der Handgranate stellt für die Geisel, aber auch für uns natürlich eine erhebliche Gefahr dar. Fällt die runter, weil sie los ist, dann könnte man eine Geisel unter den Armen fassen, über die Mauer reißen und sie steckend auf diese Person werfen. Ja? Und im schlimmeren Fall, die Handgranate löst aus, hängt an der Geisel, dann muss man sich überlegen, ob man wenigstens sein eigenes Leben in Sicherheit bringt und ohne die Geisel über die Mauer springt. So schlimm das auch ist. Die Entschärfung der Handgranate zieht sich quälend lange hin. Doch letztlich gelingt es den beiden, sie zu sichern. Wir wussten nicht, ob diese Halterung des Splintes manipuliert war. Haben wir die mit Klebestreifen fixiert. Und das haben wir nicht mit einer Lage gemacht, sondern ich sag mal gefühlte 37 Lagen haben wir drum gewickelt. Damit wir auch ja sicher waren, dass dieser Kipphebel nicht mehr umspringt und damit die Handgranate detoniert. Nach 50 Stunden Geiselnahme ist Rudolf Becker gerettet. In Aachen haben alle drei Geiseln überlebt. Das war einfach der erlösende Moment. So, jetzt hast du es geschafft. Jetzt war nur noch ein Wunsch da, Frau, Familie, sofort irgendwie zu sehen und sich einfach nur in den Armen liegen. Nach Tagen des Bangens erreicht auch Rudolf Beckers Ehefrau Brigitte die befreiende Nachricht. Ihr Mann hat die Geiselnahme überstanden. Ich habe immer nur gehofft und dass Gott seine Hand über uns hält. Es war eine unendliche Dankbarkeit. Wir leben, wir haben keine Verletzungen, außer unsere seelischen Verletzungen. Aber wir werden jetzt lernen, damit umzugehen. Erst nach 50 Stunden Nervenkrieg gelingt es der Polizei, den Täter zweifelsfrei zu identifizieren. Er ist kein Unbekannter. Adnan Hodzic, 46, Berufsverbrecher. Verurteilt wegen schweren Raubes und Geiselnahme, zweimal vergeblich abgeschoben in seiner Heimat Bosnien. Das Drama von Aachen 1999. Eine der längsten stationären Geiselnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mit dem größten Polizeiaufgebot und ohne tote Geiseln. Ganz anders als 11 Jahre zuvor in Gladbeck. 3 Tage lang mussten die Geiseln hier leiden. Folter, Ausweglosigkeit, Todesangst. Körperlich sind sie bald wiederhergestellt. Doch die seelischen Wunden dieser Tortur wirken nach. Bis zum heutigen Tag. Es ist eigentlich fast jedes Jahr um diese Zeit. Je näher dieser Zeitpunkt kommt, Dezember, desto mehr denkt man an diese Geschichte. Man kann es nicht verdrängen. Das sind Momente im Leben, die werden Sie nie vergessen.